Hallo zusammen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Zusammenhang zwischen Cauchy und Konvergenzkriterium für Folgen. Hierfür solltet ihr wissen, was eine Folge ist und damit umgehen können und am besten auch die zwei Kriterien schon kennen, aber die veranschaulichen wir uns jetzt auch nochmal in Bildform. Bei unseren Koordinatensystemen haben wir jetzt in der x-Achse jeweils die Indizes, die n, und in der y-Achse unsere Folgenglieder, die an. Und jetzt gucken wir uns erstmal Cauchy an. Was sagt das denn eigentlich? Hier steht, eine Folge ist Cauchy-Folge, wenn für jedes beliebige Epsilon, das größer 0 ist, ein N0 in den natürlichen Zahlen existiert, also ein Index, ab dem die Folgenglieder weniger als Epsilon auseinanderliegen mit dem Abstand. Heißt, die wandern immer weiter zusammen. Ich zeichne jetzt mal beispielsweise ein paar Folgenglieder ein. Kann auch mal Ausreißer geben. Aber tendenziell, nach einer ganzen Weile, wandern die immer näher aneinander dran, bis der Abstand in der Höhe sehr, sehr klein wird, nämlich kleiner Epsilon. Konvergenz sieht erstmal sehr ähnlich aus. Der Unterschied ist aber, wir haben am Anfang, es existiert ein A in diesem Körper, sodass ab einem bestimmten Index der Abstand zu diesem A jedes Folgenglieds kleiner als Epsilon ist. Heißt, im Prinzip sehr ähnlich. Ich setze jetzt einfach mal ein beliebiges A dahin. Sagen wir, hier ist der Grenzwert A. Dann fangen die Folgenglieder wieder irgendwo in der Höhe an. Sagen wir hier und da. Aber auf die Dauer läuft eben alles ungefähr auf die Höhe dieses A's hinaus, sodass es kaum noch davon zu unterscheiden ist. Was tatsächlich gilt, ist, dass aus Konvergenz immer Cauchy folgt. Heißt, jede konvergente Folge ist auch immer eine Cauchy-Folge. Das wollen wir kurz beweisen. So, wie wollen wir das zeigen? Wir müssen uns dafür erstmal eine Folge nehmen, nämlich an in unserem Körper. Die soll konvergent sein. Und wir wählen uns ein beliebiges Epsilon c größer 0. Epsilon c habe ich das jetzt genannt, weil es ja mit Cauchy zusammenhängt. Einfach zum Kennzeichnen. Was wir jetzt zeigen wollen, dass dann automatisch, wie hier oben in dem Cauchy-Kriterium, ein solches N0 in den natürlichen Zahlen existiert, sodass für alle m und k, die größer sind als das N0, der Abstand zwischen am und ak kleiner als unser e, Epsilon c ist. Wir wissen, unser Epsilon c ist größer 0. Heißt, Epsilon c halbe sind auch größer 0. Und wir wissen, dass unsere Folge konvergent ist. Heißt, nach dem Konvergenzkriterium finden wir für dieses neue Epsilon, das Epsilon c durch halbe, auf jeden Fall ein Groß n in den natürlichen Zahlen, sodass unser Konvergenzkriterium erfüllt wird. Also dass für alle m, die größer als dieses n sind, der Abstand des Folgenglieds am zu einem bestimmten a kleiner als Epsilon ist. Ich schreibe das noch kurz so auf. Und hieraus folgt jetzt relativ einfach schon unser Cauchy-Kriterium. Nämlich nehmen wir einfach direkt zwei Indizes, die größer als das große n sind. Und jetzt muss ja der Abstand zwischen am und ak, damit das erfüllt ist, kleiner sein als unser Epsilon c. Wie wir das machen, ist ganz einfach. Wir rechnen einmal unseren Grenzwert a hinzu und wieder weg, dann passiert ja faktisch nichts. Das ist genau das Gleiche, weil das a sich wieder wegrechnet. Und dann nutzen wir die Dreiecksungleichung. Jetzt müssen wir nur noch schauen, was wir hier schon stehen haben. Wir haben ein m, das größer ist als unser großes n, das festgewählte. Und da die Folge konvergent ist gegen a, ist der Abstand hier nach unserer Definition vom Anfang schon mal kleiner als epsilon c halbe. Und genau das Gleiche gilt hier, weil auch das k größer ist als das n. Jetzt haben wir unser Cauchy-Kriterium schon erfüllt. Wir haben nämlich am Anfang der Gleichung den Abstand zwischen am und ak stehen. M und k sind jeweils größer als das große n, was wir gewählt hatten. Und im Laufe dieser Gleichung ist dieser Abstand kleiner als das epsilon c, das wir am Anfang gewählt hatten. Damit haben wir das zu zeigende schon gezeigt und aus Konvergenz folgt Cauchy. Andersrum muss man etwas vorsichtiger sein, denn nicht jede Cauchy-Folge ist automatisch auch konvergent.
Aber wo könnte der Knackpunkt liegen? Wenn man sich das hier anschaut, sehen die Folgenverläufe ja erstmal sehr ähnlich aus. Die Punkte gehen einfach immer weiter näher zusammen. Der einzige Unterschied, den wir sehen können, ist genau das A. Und das ist auch der Knackpunkt. Der Unterschied findet sich auch in den Kriterien schon. Hier bei Cauchy sieht man, es gilt einfach, dass für jedes Epsilon ab einem bestimmten Folgenglied die Abstände kleiner sind als das Epsilon. Bei Konvergenz brauchen wir aber ein A, das im Körper liegt, gegen das die ganze Folge läuft. Deshalb wollen wir jetzt mit einem kleinen Gegenbeispiel zeigen, warum nicht jede Cauchy-Folge auch konvergent ist. Nämlich nehmen wir uns eine Folge, die in den rationalen Zahlen, im Körper der rationalen Zahlen liegt und die sei so definiert, dass das erste Folgenglied 1 ist und jedes weitere Folgenglied wird definiert durch das vorherige Folgenglied durch 2 plus 1 durch das vorherige Folgenglied. Das ist ja offensichtlich in den rationalen Zahlen, sind ja beides rationale Zahlen. Und was ich jetzt behaupte, ist, dass diese Folge einen Grenzwert hat, und zwar Wurzel aus 2. Das möchte ich kurz zeigen, warum das so ist. Der Limes dieser Folge ist natürlich der gleiche wie der Limes, wenn man einmal die Definition des Folgenglieds eingesetzt hat. Und im Folgenden kann man ja mit den Regeln für das Rechnen mit Grenzwerten einfach die Limes-Definition rausziehen und das Ganze so aufschreiben. Mit der Limes-Schreibweise ist das Ganze ein bisschen unschön zu lesen, ein bisschen umständlich. Deshalb definiere ich jetzt im Folgenden das C der Limes unserer Folge sein soll. So. Und dann lässt sich diese Gleichung hier umschreiben. Die ist dann äquivalent. Hier ist ja einfach der Limes, also C ist gleich C halbe plus 1 durch C. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch umrechnen. Wir ziehen hier auf der Seite die C halbe ab. Dann, um das C aus dem Nenner rauszukriegen, rechnen wir mal C. Das Ganze mal 2. Und dann müssen wir, um C rauszukriegen, nur noch die Wurzel ziehen. Und zack, haben wir gezeigt, dass C, also unser Limes der Folge, Wurzel 2 ist. Jetzt haben wir also einen festen Grenzwert, einen eindeutigen Grenzwert und die Folge ist Cauchy. Warum aber nicht konvergent? Ganz einfach, in der Bedingung steht hier, der Grenzwert muss im Körper liegen, in dem die Folge selbst auch liegt. Die Folge allerdings haben wir eben so definiert, dass sie in den rationalen Zahlen liegt. Und Wurzel 2 ist eben keine rationale Zahl. Deswegen ist die Folge hier nicht konvergent. Vielleicht als kleine Ergänzung noch, wo die Rückrichtung tatsächlich gilt, wo also jede Cauchy-Folge konvergent ist, das sind die reellen Zahlen, das ist das sogenannte Vollständigkeitsaxiom. Das kann man sich separat nochmal anschauen, aber an dieser Stelle ist nur festzuhalten, im Allgemeinen gilt das eben nicht.